Zeit messen. Ab 29 Minuten. Ohne versuchen jetzt hier irgendwo rauszukommen. Ihr könnt die Challenge mal ruhig nachmachen, mit so einem Bike hier rumfahren. 17 Sekunden habe ich gebraucht. Ich probiere das nochmal. So. Bei 40 gebe ich mal Gas. Alter, was macht der denn da? Und 40. Jetzt hier ohne das Gas loszulassen, durch den Gas drücken. Das ist, ja, das wird eine scheiß Runde, sehe ich schon. Ich habe Gas schon wieder losgelassen, merke ich gerade. Oder? Es wird noch schnell. 56, ja, 16 Sekunden. Eine Sekunde schneller. So, hallo, und da bin ich wieder zu einer neuen Folge von LCPDFR. Und es geht auch gleich weiter mit dem schönen Wagen hier. Und die rennt schon wieder irgendeinem Typen hinterher. Ich weiß nicht, wem die hinterher rennen, aber ich renne ihm einfach mal mit hinterher. Der Mustang hier, der schöne Mustang, das ist richtig geil. Was soll ich sagen? Weiß ich gerade nicht. Ach, Mist. Clement. So, jetzt habe ich ihn. So, jetzt habe ich dich, Kollege. Der schöne Mustang, den ich da habe, ist ein... Ist das ein Mustang? Sollte ein Mustang eigentlich sein. Warte mal. Ach, weißt du was, der kann mir kurz so hinterherlaufen. Mal gucken, ob er mir auch hinterherläuft. Da ist er doch. Auf jeden Fall. Ich habe den ersetzt durch den Enforcer, oder wie auch immer heißt. Warte, wie heißt der nochmal? You need the vehicle with four doors. Mal her, Kollege, so. Kannst du hier einsteigen? Das wäre geil. Nein, kannst du nicht. So, anders ging es gerade nicht. Gut, auf jeden Fall. Ich habe den ersetzt durch den Enforcer, also durch den vor dem SWAT-Wagen, der Wagen. Und es wäre auch mal nett, wenn du jetzt kommst hier, Kollege. Kollege, move to. Dankeschön, Kollege. So. Und darum hört sich das jetzt so an, wenn man rückwärts fährt. Und auch wenn man vorwärts fährt, nicht gerade wie ein... Ist nämlich nicht mal ein Mustang, es ist nämlich ein... Dodge. Es ist ein... Jetzt habe ich wieder vergessen, es ist ein... Dodge Challenger. Ja, genau. Es ist ein Dodge Challenger in der... in der Version hier von... Von Undercover. Und der fährt eigentlich recht schnell. Ja, ich habe ihn ersetzt durch den Dings, durch den Wagen vor der SWAT, und deswegen, weil der keine Sounddatei und nichts dabei hat. Ja, gut, Flugzeug fliegt genau über unser Haus. Diesen Jet, mach das ruhig, ich meine. Ne? Ich bin ja nicht gerade mit in der Aufnahme, Alter. Hau ab, Junge. Sorry. Oh oh. Was habe ich gemacht? Hier brauche ich mal bitte kurz... Nee, doch brauchen wir. Nein, renn ihn doch nicht um.
Renn bitte jetzt nicht gegen die Autos. Das wäre sehr nett. Nein, er fällt doch wieder hin. Da ist der Officer. Halt! Stopp. Hier. Seht ihr das? Seht ihr ihn? So. Nein, du steigst da jetzt mal aus, Junge. Steig da aus, Junge. Geht doch. Halt, wehe, du fährst jetzt wieder um. Alter, du sollst dich nicht umfahren, habe ich gesagt. Und wieso haut er jetzt plötzlich ab, Alter? Kollege, steig doch mal ein. Dieser Kollege gerade, ne? Kollege! Na nix, I'm sorry. Steig ein. So, dann nicht und... White Taxi, Kollege. Das war's. Ach, jetzt hast du dir mal überlegt zu kommen, ne? Und wirst jetzt erstmal vom Taxi überfahren. Auch sehr schlau. Ach, der ist einfach weg. Alter, was hier gerade abgeht. Naja, gut. Auf jeden Fall... Gott. Einmal das wieder ausmachen hier. So, einmal gucken. Wenn ich einmal J drücke, kommt gar nichts. Nochmal sind die beiden. Ja, die brauche ich eigentlich nie. Und nochmal sind halt die coolen. Dann mache ich es trotzdem so, weil dann... Ja, genau. So. Und, ja, darum fährt er halt so mit dem Ton hier. Rückwärts. Aber soll uns jetzt nicht stören. Der fährt eigentlich auch sehr, sehr schnell vorwärts, wie ich hier merke. Aber... Mal gucken, wieder. Der hält sich auch gut auf der Straße. Alter, das war ein geiler Jump. Der hält sich sehr gut auf der Straße. Wenn man gut fahren könnte. Nein, das war wegen... Weil ich zu schnell in die Kurve gefahren bin. Obwohl ich hier bin, hält er sich sehr gut. Alter, geil. So, mal gucken, wie es hier weitergeht. Alter. Alter, nein! Oh Gott, ich will nicht ins Wasser fallen. Was mache ich denn hier für eine Scheiße? Was mache ich denn hier für eine Scheiße? Ich will doch nicht ins Wasser fallen. Alter, was mache ich hier für eine Scheiße? Wenn ich jetzt einmal runterfalle, kann ich wieder neu anfangen mit SCP-DFA neu starten, weil das Auto kriege ich nicht so leicht wieder. Was heißt nicht so leicht? Eigentlich gar nicht. Außer wenn ich, nee, FBI rufen kann ich nicht. Oder halt die Wagen mit dem, ich weiß nicht mehr, wer den Wagen fährt. So, ich habe es geschafft, Alter. Gott. Das war wieder hier Action. Action, Schmeckchen. Wow, das war knapp. Zu knapp. Ja, du musst doch nicht so lange schreien, Alter. So, einsteigen. Und auf den nächsten Einsatz warten. Einmal so machen. Auf die Straße driven mit dem Wagen. So. Start. Callout, was war das gerade? Warum ist sie zurückgefahren? Oh, da fehlt ein L. All units, all units. We have a criminal performing drive-by activity on Duke's Drive. Hey, was habe ich jetzt? Ich hab nicht Criminal Performance Drive-by, ne? Ach Mann! Das gibt's doch nicht jetzt. Oh, gerade dann, wo so ein cooler Einsatz kommt, ne? Ist mir auch noch nie passiert, dass wenn ein Einsatz kommt, dass ich dann was anderes mitmache. Also, dass ich dann gerade den Einsatz mache. Ja, hier ist Homeless People nicht drive-by. Ja, so, da bin ich wieder. Wir hatten einen kleinen GTA-Crash. Mal wieder. Ich weiß gar nicht, wieso das immer crasht. Weil mal crasht es, wenn ich in News rufe. Dann crasht es mal bei Homeless People. Ist mal ganz komisch, dass es bei Homeless People crasht.
bei zum Beispiel Shots feiert irgendwo, wenn 5 Millionen Leute rauskommen, das hat schon wieder gerade geleckt, dann crasht es manchmal. Also ich habe irgendwie keine Ahnung, wann der, also wo der das dran festmacht, wann es crasht. Also welchen Auftrag ich, welchen Dings ich, wie heißt das, ups, also sorry, welchen, ach, wie heißt es jetzt, welchen Einsatz ich annehmen darf und nicht. Wieso kann der nicht schießen, Mann? Wieso hat der gerade eben nicht geschossen? Immer da, wo er die Waffe so komisch weggesteckt hat, habe ich auf Schießen gedrückt. Irgendwie hat er den, glaub ich, gerade kurz gehabt. Kurz. Da ist er, auf jeden Fall. Jo, wahrscheinlich. Der bleibt einfach stehen und dann fängt er doch wieder an zu laufen. Und die beiden kommen dann auch so angerannt. Wie es einfach aussieht mit dem geilen Dodge im Hintergrund. Ach, halt, das kann ich schon wieder nicht. Ach, nö, das wollte ich auch gar nicht. Bleib mal kurz stehen hier, Junge. Bitte. Och, nö. Jetzt komme ich nicht dran. Alles klar. You can use a taser to the personal level of suspects. Ja, aber ich weiß nicht, wie man den Taser macht. Ne, ich habe keine Ahnung, wie man den Taser. Oh, ich dachte gerade, habe ich jetzt gerade echt einen Feuertruck gerufen? Naja, gut. Rennen wir mal mit der Waffe wieder zurück. Alter, wie es einfach aussieht. Naja, gut. Wieso rennt der jetzt schon wieder von irgendwem weg? Och nö, komm, unser Auto stand. Ach ja, stimmt, unser Auto stand hier, ne? Ja. Ich dachte gerade, unser Auto wäre wieder weg. Nein. Boah, das war auch wieder sauknapp. Stimmt, jetzt habe ich wieder Homeless People ausgewählt. Also angenommen. Ich hoffe mal, dass das Spiel jetzt nicht wieder abstürzt. Nee, es sieht ganz in Ordnung aus. Ernsthaft? Jetzt sollte ich hier hinkommen. Und hier stehen einfach... Ah ne, jetzt sind gar keine. Ach, die belästigen die, alles klar. Hä, was? So. Ich glaube, der eine ist gerade irgendwie weggerannt. Ich weiß gerade nicht. Ja, ich glaube, der ist weg. Gut, einmal nur mal gucken, was der so hat. Und wenn nicht, dann nicht mehr Y drücken, weil wir können ihn nicht mitnehmen. Die hier hinten guckt so. Was geht mit dem ab? You found nothing, alles klar. Das heißt, einmal bitte evacuate. Und dann auch bei ihm gucken hier. Ist der andere weggerannt? Ja, sieht so aus. Ach, zwei Zwillinge da hinten.
Kommen die beiden hier lang? Ne, nur einer. You find nothing, alles klar. Dann, please, geh. Und so. Oh, die Waffe. Die Waffe ist einfach hier aus dem Auto rausgeragt. Aber gut, dann Start. A drug deal on Hickox. Komm, bitte einmal wieder einsteigen hier. So, die Waffe auswählen, damit ich die gleich auch habe. Alter, der Weile ist sogar ein bisschen angekratzt. Wie geil ist das denn? Das habe ich noch nie gesehen. Oder ist mir noch nie so richtig aufgefallen, dass die Pfeile dann, wenn man gegenfährt, das hier dann auch Schaden nehmen, sage ich mal. So, ich hoffe mal, dass das Spiel jetzt nicht crasht. Wie schon in einer der letzten Folgen gesagt, das war geplant, dass ich da einmal umgefallen bin. Ach ja. Gut, ne, das ist wieder nichts, weil hier kann ja gar nicht sein, das ist ein Police Department. Hier ist was? Ja, guck, der hat ihn doch schon. Ja, gut. Das ging relativ einfach, sage ich mal. So, jetzt habe ich hier auch einen Pleasant Transport gerufen. Und damit sind wir hier wieder raus. Wenn die Mülltonne uns hier mal rauslassen würde. Dankeschön. Rennen einfach 500 Leute rein und ich rein raus. So. Jetzt einmal gucken, wo er den hinbringt. Aber jetzt kann ich ja gucken, weil jetzt müsste es eigentlich funktionieren. Ja, genau. We have a suspect in custody. Okay, der backt wieder so ein bisschen rum. So, jetzt aber. Also bewegt er sich jetzt gerade nicht so da hinten, aber gut, ne? Der kann da auch nicht einsteigen, der Typ, weshalb auch immer. So. Jetzt steht ja noch ein Weg. Du sollst an der Seite fahren, habe ich gesagt. Gut. Die beiden fahren weiter. Ist hier jetzt der Ding drin? Ja, ne? Ja, genau, der ist da drin. Jetzt mal gucken, wo der hinfährt. Ich kann aber doch, ich kann ne Dings anhalten, ne Police. Upsala. Ach komm, vorne, jetzt gibt noch mal ein bisschen Gas da. Ich möchte jetzt aber erst wissen, wo der hinfährt. Der hält einfach an jeder roten Ampel, alles klar. Der hat zwar Blaulicht an, aber hält an jeder roten Ampel. Also das ist eine weiße Pudelmütze. Ich dachte gerade, lol, wie sieht die denn aus? Oversight,
Ach, das Ding heißt gar nicht, warte mal, ich probiere mal kurz was. Ne, erst muss ich kurz gucken, wo er jetzt hinfährt. Alles klar, hier ist gerade eher rot. Wenn ich jetzt... Alter. Ne, das ist gar nicht der, das ist der. Okay, und den haben sie schon. Nein, Alter. So, so, so und so. Alter, dass hier überall rote Ampeln sind, ey. Ja, sehr gut, die fahren alle da lang. Und er auch. Hä, wo will er denn hin? Zu welcher Polizeiwache möchte er denn jetzt fahren? Muss ich beide so ein bisschen im Auge behalten. Ich glaube, der dealt gleich einfach mit dem da vorne oder so. Nein, doch nicht. Keine Ahnung. Jetzt fährt er rechts. Ja. Okay, also wenn er jetzt wieder links fährt, dann ist wieder okay, weil dann hat er einfach nur einen Umweg genommen. Ja, er fährt wieder links. Gut. Und dann müsste er da gleich geradeaus durchfahren. Aber das macht er nicht, nee. Hm, wahrscheinlich ist das einfach nur so ein Typ, der gleich einfach weggeht, wenn ich weit genug weg bin. Der fällt mir auch gerade einfach nur hinterher, was geht mit dem ab? So. This is control assistance required for mugging on Onondaga Avenue. Alles klar, wir haben jetzt eine kleine Mugging. Alter, geh weg da. Einen kleinen Mugging. Das Mugging natürlich sofort. Wenn ich hier mal irgendwo langfahren könnte. Alter, das war auch gerade wieder ganz knapp, dass der jetzt nicht abgestürzt ist. Ich weiß nicht, wieso der jetzt gerade so hart am Abstürzen ist, die ganze Zeit. War der vorher jetzt nicht so, aber mal gucken. Hm. So. Einmal hier über die Tankstelle. Hat der gerade Shitfuck gesagt? Ach, der da ist es. Alter, alles klar, gut, alles easy. Sie dürfen natürlich weiterfahren, das war sauknapp gerade. Fahren Sie ruhig weiter. Alles in Ordnung. So, einmal N drücken. Und wir steigen wieder ein. Denn unsere Arbeit ist hiermit getan. Und tschüss. So, ich gebe mal kurz Gas, um vielleicht einmal kurz außen rum zu fahren. Um zu sehen, wie er da ankommt. Ne, ich glaube, das schaffe ich aber nicht mehr. Doch, da sehe ich ihn noch. Komm, dreh um, dreh um, dreh um. Alles klar. Gut, ja, ich glaube, ich stehe ein bisschen im Weg. Alles klar, die have a suspect in custody. Dann sage ich so, war es das für diese Folge von... LCPDFA, habe ich ihn berührt? Ne, ich glaube nicht. Von LCPDFA, es macht
zurzeit so mega viel Spaß. Weil irgendwie, ich bin gerade so hart am Aufnehmen. Wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Ich bin jetzt bei Folge 20 ist, glaube ich, draußen. 20, nee, 20 wird am 8. erst veröffentlicht, genau. Und heute ist der 4. In 4 Tagen, genau. Und, ja, dann wird 20 veröffentlicht. Also ich bin bei 19. Und fertig, geschnitten und gerendert und so. Mit der Folge jetzt hier, die jetzt noch nicht geschnitten ist und so, bin ich bei Folge, ich glaube, 33. Ich meine, ich bin, hab 13 Folgen im Voraus. Ich muss zwar ein bisschen im Voraus aufnehmen, weil bald wir in Urlaub fahren. Damit ich ein bisschen, wenn wir im Urlaub sind, trotzdem Videos veröffentlicht werden. Dass ihr dann trotzdem weiter Videos bekommt. Aber, genau. Also, ich glaube, wenn die Folge draußen ist, müsste ich wieder aus dem Urlaub sogar fast wieder da sein, oder? Warte mal. Ich habe ja 2 Folgen pro Woche. Ja, dann müsste ich eigentlich schon längst wieder da sein. Ich habe SPDFA für Urlaub schon vorgesorgt. Alter Schwede. Das ist so irre, weil mir SPDFA gerade richtig Spaß macht, bin ich übel am Aufnehmen, weil es einfach richtig geil ist mit so vielen Automods und so. Und jetzt habe ich jetzt mit der Funktion ja auch rausgefunden, mit der Start-Callout-Funktion. Es macht einfach richtig, richtig hammer viel Spaß. Ich rede einfach schon seit 5 Minuten einfach so und fahre hier überall rum und mache hier alles kaputt, was es kaputt zu machen gibt. Der ist auch tot, läuft bei dem. Oder eben halt nicht. Ja, warte, ich habe mal gerade eine Idee. Die möchte ich gerade immer machen. Also. So, Partner. Follow in Vehicle. Ich nehme das Vehicle. So. Und jetzt machen wir. Die Folge wird immer wieder ein bisschen länger. Wo war das denn? Warte, wo war das denn? Ich fahre erstmal kurz hier hin. Nein. Ich fahre einfach. Jetzt sind wir die Hells Angels mit 2 Leuten. Na gut, er kommt aber hinterher, das ist gut. Die Folge wird halt ein bisschen länger, aber gut. Wahrscheinlich werde ich jetzt auch vorspulen hier. Kollege? Da. Alles klar. So, ich fahre mal hier weiter. Das irritiert mich jetzt einfach. Ich hoffe, der Kollege kommt mir mal schneller nach. Komm mal ein bisschen, beeil dich mal ein bisschen. Kollege? Ach, der fährt ihn da gerade voll hinten rein, weil er nicht vorankommt damit dann. Ja gut, wie es einfach aussieht. Ich muss jetzt hier lang. Wo war das denn? Kollege. Danke. So. Ich fahre mal gerade hier runter jetzt. Warte, nee. Doch. Ich weiß wieder, wo es ist, alles klar. Wenn der Kollege jetzt mir mal ein bisschen schneller hinterherfahren würde, würde das alles auch was bringen. Oh, Kollege.
Steigt er wieder auf oder rennt er mir jetzt hinterher? Ne, er steigt wieder auf, finde ich gut. Komm, jetzt beeil dich. Ja, oder fahr da lang, ist mir egal, wo du jetzt lang fährst, aber beeil dich. Sehr gut. Gut, jetzt fahren wir mal hier lang. Ach, weißt du was, ich fahre einfach ohne den. Ich brauche den ja gleich eh nicht mehr. Aber ich warte trotzdem auf den. So, Kollege, hier rein. Du brauchst jetzt nicht mit dem Catchen, da du musst eh hier rein. So, und jetzt geht's ab. Alter. Ist das eine Strecke? Ich schaffe mit so einem Bike hier aber nicht. So, immer die Zeit messen jetzt hier. Also. Zeit messen. Ab 29 Minuten. Ohne versuchen jetzt hier irgendwo rauszukommen. Ihr könnt die Challenge mal ruhig nachmachen. Mit so einem Bike. Hier rumfahren. 17 Sekunden. Habe ich gebraucht. Für eine Runde. Alles klar. Ich probiere das nochmal. So. Bei 40 gebe ich mal Gas. Alter, was macht der denn da? Und 40. Jetzt hier ohne das Gas loszulassen, durch den Gas drücken. Das wird eine scheiß Runde, sehe ich schon. Ich habe Gas schon wieder losgelassen, merke ich gerade. Oder? Es wird noch schnell. 56, ja, 16 Sekunden. Eine Sekunde schneller. Ja, Mist. Och, Kollege. Jetzt ist mein Kollege auch mal drauf, so. Jetzt kann er mir mal hinterherfahren. Mal gucken, ob er das auch hinkriegt. Ne, er ist schon weg. So, einmal jetzt das Licht hier ausmachen. Denn jetzt braucht man kein Licht mehr, jetzt braucht man kein Kart mehr fahren. So, Licht aus. Und das letzte Licht mache ich auch noch aus. Ne, die beiden letzten Lichter. Ach, Mist. Mache erst das Licht aus. Gut, dann nicht. Gut, dann steigen wir einfach mal ab. Und, so, Licht aus und Licht aus und so, Licht aus. So, ich muss einmal auf die andere Waffe wechseln. Und dann sage ich so, war es das für diese Folge von... Es geht gar nicht. Kann ich das Licht hier ausmachen? Ja. Das heißt, das da hinten geht auch. So, das heißt, dann war es das für diese Folge von LCPDFA. Oh, das Licht ist, glaube ich, gerade ausgegangen, ne? Ja, das Licht ist aus. Gut, dann sage ich, war es das für diese Folge von LCPDFA. Wow, das war knapp. Einmal hier jetzt hier nochmal dieses Licht ausmachen, denn es ist Nacht. Da brauchen wir kein Licht. Und dann sage ich so, was ist für diese Folge, wir haben schon wieder 30 Minuten, was ist für diese Folge von LCPDFA. Und dann sage ich, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch ein Like da und schreibt einen Kommentar. Bis zur nächsten Folge, haut rein und wo ist mein Partner, keine Ahnung, haut rein und ciao, ciao.